Hallo, ich bin Annika Pinske, ich bin Filmregisseurin und Drehbuchautorin. Mein erster Langspielfilm kam 2022 in die Kinos, da hieß Alle reden übers Wetter. Und davor habe ich ein paar Kurzfilme gemacht, die auf Festivals liefen. Ich bin Gesine Dankwart, ich komme um und bei Lübeck und lebe seit vielen Jahren in Berlin. Ich arbeite als Filmemacherin, Kuratorin, Künstlerin, Autorin, Regisseurin und Theatermacherin. Und das ist jetzt eine Arbeit, die mich wieder zurückbringt hier nach Lübeck, was mich sehr freut. Ich habe mich mit einem Exposé beworben für einen Kinospielfilm. Der Arbeitstitel ist Im Fluss. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der bleibt. Es spielt auf einem Donaukreuzfahrtschiff und es geht um... vielleicht verrate ich es noch gar nicht. Ich bin sehr konfus im Arbeiten. Es gibt jetzt konkrete Szenen hier und es gibt ein angefangenes Treatment da und es gibt dieses sechsseitige Exposé und es ist noch viel Arbeit zu machen. Die Arbeit, die ich vorhabe, hat auch einen relativ starken Lyrikbezug. Ich möchte mir nämlich eine Arbeit ausdenken, eine VR-Erzählung, in der über verschiedene Zeitepisoden hinweg das Leben in einem Raum erzählt wird. Also es hat schon ganz schön intensiv angefangen. Wir hatten heute einen ganz tollen, fantastischen Workshop mit Paul Tyler. Der war wirklich sehr interessant, nochmal wirklich rauszufinden, worum geht's, was sind die Themen, welches Figurenensemble habe ich da. Ich habe ein volles Kalendarium bekommen von den Nordischen Filmtagen mit wahnsinnig tollen Terminen. Ich würde gerne Filme gucken, ich habe einen ziemlich tighten Plan hier bekommen. Aber ich versuche einfach so ein bisschen zu connecten und hoffe, dass ich da in einen coolen und interessanten Austausch komme mit auch den Leuten hier vor Ort von Lübeck, was ja Teil des Stipendiums ist. Also ich kann hier wirklich Zeit verbringen, recherchieren, in den Austausch kommen, auch zu zeigen, wie weit ist das Projekt. Das ist irgendwie ganz gut, so ein Werkstattgespräch, was auch öffentlich sein kann. Ja, und das ist irgendwie so ein Startpunkt für das Jahr, was jetzt vor mir liegt. Und ich hoffe dann eben damit sehr schnell konkret werden zu können, um die Recherche zu starten und into the Six zu gehen. Das ist ziemlich interessant, weil das Schreiben schon echt auch ein einsamer Beruf ist. Und das immer so von Zeit zu Zeit mal zu öffnen, stelle ich mir ziemlich interessant vor.